So, wir sind hier auf einer Lichtung im Wald und schauen uns einmal an, wie das unter unseren Füßen ausschaut. Aha. Da gibt es einiges an Steinen. So, da haben wir also sehr schön den Oberboden, der dann nach ca. 10 cm schon übergeht in das sehr sandige Ausgangsmaterial. Man sieht auch sehr schön die Durchwurzelung des Oberbodens, hier die Feinwurzeln der Gräser. Die Gräser haben ja einen Großteil der Biomasse im Boden drinnen, mehr als oberirdisch. Und in einem Liter Boden haben wir mehrere Kilometer Wurzeln. Wir sehen also hier ca. 10 bis 20 cm von diesem Bodenprofil. Aber wie das jetzt nach unten weitergeht, dafür müssen wir tiefer graben. Gräbt man immer tiefer, stößt man unweigerlich auf das Ausgangsmaterial. Hier anstehender Fels. Als Boden wird die Schicht zwischen Fels und der Geländeoberfläche bezeichnet. Aus Pflanzenresten bilden Bodenlebewesen Humus, der die obere Schicht des Bodens dunkel färbt. Auf der anderen Seite verwittern Felsen zu feinerem Material. Über lange Zeiträume, oft tausende Jahre, bilden sich typische Bodenschichten mit unterschiedlichen Farben und Eigenschaften. So, wir haben hier viele verschiedene Bodenprofile aus ganz Österreich. Bodentypen, die auf verschiedenen Ausgangsmaterialien entstanden sind und Böden, die unter unterschiedlichen Klimabedingungen sich entwickelt haben. Und genau das schauen wir uns jetzt genauer an. So, holen wir uns jetzt einen Boden aus den Alpen. Ja, hier ist er. Ein Boden, der auf harten Fels entstanden ist. Wir sehen hier sehr gut den Kalkfels, auf dem dieser Boden entstanden ist. Und der Kalk hat ja die Eigenheit, dass er sich bei der Verwitterung praktisch vollständig auflöst. Es bleibt also kaum mineralisches Material übrig, das dann im Boden zu finden ist. Und es bilden sich fast reine organische Böden auf diesen Kalkfelsen. Sehr seichtgründige Böden, wie man hier sieht, vielleicht 30 cm mächtig, die sehr dunkel gefärbt sind, eben von der organischen Substanz vom Humus. Eine andere Situation haben wir dann, wenn nicht Kalkfels, sondern Granit das Ausgangsmaterial ist. Da entstehen dann ganz andere Böden. Das ist ein Beispiel aus dem Mühlviertel, wo also aus dem Granit ein eher brauner Boden entsteht, im Gegensatz zum dunklen Boden auf dem Kalkfels. Was passiert da? Der Granit löst sich nicht völlig auf, sondern da wandeln sich die Minerale im Granit um, es bilden sich Tonminerale, es verwittert das Eisen raus und das macht diese Braunfärbung. Die Eisenoxide färben diesen Boden braun und wir haben hier typischerweise eine braune Schicht hier zwischen dem immer noch dunkel gefärbten Oberboden und dem Granitfels. Man sieht also hier sehr schön, dass bei sonst relativ ähnlichen Bedingungen einfach aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsmaterialien hier sehr unterschiedliche Böden entstehen können. So, holen wir uns jetzt einen Boden aus dem äußersten Osten Österreichs. Wir haben im äußersten Osten Österreichs ein sehr trockenes Klima, ursprünglich Steppenvegetation. Und die Steppengräser haben ja die Mehrheit der Biomasse, den Großteil der Biomasse unter der Erde und die feinen Wurzeln bringen hier die organische Substanz direkt in den Boden ein. Es entstehen dabei Böden, die sehr mächtig sind, sehr mächtige, dunkel gefärbte Oberböden haben. Sind auch sehr fruchtbare Böden. Ganz anders ist die Situation im kühleren und feuchteren Waldviertel. Hier haben wir einen Boden, der unter Nadelwald entstanden ist. Wir haben hier eine Anreicherung der Nadeln an der Bodenoberfläche. Ein Großteil der organischen Substanz kommt also nicht direkt in den Boden ein, sondern reichert sich an der Bodenoberfläche an. Und diese organische Substanz wird nur sehr langsam umgewandelt in Humus. Man sieht also hier sehr schön, dass das Klima und die unterschiedliche Vegetation hier sehr unterschiedliche Bodentypen entstehen lässt. Wir haben also heute gesehen, dass es eine große Vielfalt an Böden gibt. Und diese Vielfalt an Böden beherbergt eine Vielfalt an Lebewesen.
und erfüllt ganz wesentliche Funktionen für Ökosysteme und letztlich auch für uns Menschen. Und deswegen ist es besonders wichtig, unsere Böden zu schützen.